Sie haben ja 17 Thesen für den Wandel im Bauwesen aufgestellt und ich möchte ganz gerne erstmal die 17. These hervorheben. Die 17. These heißt, Natura mensura est, also die Natur ist das Maß der Dinge. Früher war ja eigentlich erstmal Gott das Maß der Dinge und dann kam irgendwann der Mensch. Und ganz zu Anfang haben wir, bevor die Konferenz gestartet hatte, haben wir auch diesen Film gezeigt, mit der wunderbaren Stimme von Julia Roberts, wo anschaulich beschrieben wird, dass die Natur total gut ohne den Menschen klarkommt, aber umgekehrt geht es leider schade nicht. Und warum erachten Sie diese 17. These als so wesentlich? Weil sie wahrscheinlich der Anlass ist, die Revolution auszurufen. Also vielleicht diese 17 Thesen. Es gibt eine weltberühmte Firma für die Herstellung von Lichtkörpern, das ist die Firma Zumtobel. Und die Firma Zumtobel ist eine Aktiengesellschaft und vor 18 Jahren haben die beschlossen, nicht mehr jährlich ihren Geschäftsbericht, den sie laut Aktiengesetz schreiben müssen und veröffentlichen müssen, in 6000 Exemplaren, die mehr oder weniger aus den wenigen Bankern, die die lesen, direkt in den Papierkorb wandern, dem einen Wert zu geben. Und haben beschlossen, sie geben den Geschäftsbericht immer in die Hand eines Künstlers, manchmal auch eines Architekten, und der soll den gestalten. Der kriegt eine gewisse Summe von Geld und im Handschlagverfahren muss er dafür am 30. Juni des Folgejahres 6000 gedruckte Exemplare abliefern, in denen der Geschäftsbericht drin ist. Was er drumherum macht, ist vollkommen seine Sache. Mhm. Und dann haben die mich gefragt und ist man erst irritiert, dann fühlt man sich geehrt, dann findet man Spaß dran, dann sagt man ja. Und dann habe ich das gemacht und habe ich natürlich geschaut, was haben die Kollegen vorher gemacht und Kolleginnen, für mich ist es immer eines, differenziere nicht, weil ich dieses KollegInnen immer so als Verschlucker empfinde. Und die haben im Wesentlichen eigentlich so Projektshows gemacht, so nach dem Motto, was kann ich, na, was habe ich gemacht, ich bin ganz toll, dann dachte ich, das mache ich mit Sicherheit nicht. Aber was machst du dann? Zugesagt hast du, Projektshow machst du keine. Und dann dachte ich, man müsste einfach mal etwas an die Wand nageln, um eine Diskussion zu zünden. Und früher hat man ja, als es noch kein Internet gab und keine anderen Printmedien, die leicht verfügbar waren, als Doktorand am Tage der Dissertation seine Thesen an die Tür des Hörsaals heften müssen, damit die Professoren, die dort vorbeiliefen, wussten, okay, darum geht's, dann konnten die sich kundig machen, reingehen und eine Frage stellen. Ne? Heute kannst du es natürlich im Internet oder per Fakultätsumlauf vorher lesen, aber damals gab es eben keinen Fakultätsumlauf, weil es diese billigen Drucktechniken noch nicht gab. Mhm. Und Luther hat es auch so gemacht, nicht im Kontext der Dissertation und so, dann dachte ich, jetzt haue ich einfach mal eine Reihe von Thesen an die Wand und jetzt müssen die natürlich mystisch sein. Ne? Also 4 geht nicht und 8 geht auch nicht, weil das sind ja keine heiligen Zahlen. Ne? Also vielleicht 7 oder 10, Apostel 12 oder Primzahlen, also habe ich 17 genommen, das hat sich ganz gut ausgegangen. Und da habe ich dann ein paar Dinge manifestiert, anhand derer man anfangen kann zu denken und zu diskutieren. Es geht mir sehr stark um das Zünden eines Diskurses in der Gesellschaft. Und für manche Thesen bin ich extrem angegriffen worden von Lobbyverbänden, beispielsweise der Holzindustrie. Und die 17. These heißt Natura mensura est. Nicht, weil ich jetzt da schlau herumtun will, sondern weil ich eben 9 Jahre Latein gelernt habe und irgendwann sagt man, jetzt musst du es auch mal nutzen. Ne? Also Latein lernen ist ziemlich gut für Schachspielen. Das sind so innere Verwandtschaften oder für komplizierte mathematische Probleme. Und es hieß ja früher auch, Deus mensura est, die Gottheit ist das Maß aller Dinge. Ja, ob das jetzt unser Gott ist oder ein anderer, es war der Gott, ist das Maß aller Dinge. Wir kommen dann nochmal darauf zurück, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann in der Aufklärung hat man gesagt, also mit der Einführung des Wissenschaftsbegriffs, Gott gibt es ja wahrscheinlich gar nicht, weil was nicht beweisbar ist, ist wahrscheinlich auch nicht existent. Und dann hieß es auf einmal, der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Betrachtung. Homo mensura est, der Mensch ist das Maß. Mensura ist die Maßeinheit im Lateinischen. Heute sagen wir nicht mehr, der Mensch ist das Maß aller Dinge, sondern ich bin das Maß aller Dinge. Also dieser Hyperindividualismus, dieses Herausschälen des Menschen aus dem Menschenverband, das Aufgeben der,
des Stammes und der Großfamilie und der Familie und vielleicht sogar der zwischenmenschlichen Beziehung bis hin zur absoluten Verabsolutierung des Einzelnen als dieses Ego, wo ja die Gesellschaft eigentlich auch durch das Wirtschaftssystem und durch das Mediensystem hingezwungen wird. Und ich sagte, wir werden die Probleme nie lösen, wenn wir immer nur das Ego betrachten und die Maximierung des Benefits des Einzelnen, sondern es muss um was anderes gehen und auch nicht um die Maximierung des Benefits der Gruppe, also unsere Nation oder unser was weiß ich, sondern wir müssen uns über eines im Klaren werden. Wir haben in der Aufklärung, jetzt komme ich langsam zum Ende, in der Aufklärung haben wir die Natur vom Menschen distanziert und wir haben gesagt, der Mensch ist das Subjekt und die Natur ist das Objekt. Und die Naturwissenschaften untersuchen die Natur und sie geben den Menschen Handlungsanleitungen, die Natur optimal zu benutzen, auszubeuten, umzubauen, etc., etc. Und auf einmal war keine Gottheit mehr da, die in den Bäumen gewohnt hat oder in den Gewitterwolken oder keine Gottheit mehr, die im Wasser gewohnt hat. Und damit ist der Respekt gegenüber der Natur, die unsere Lebensgrundlage ist, vollkommen verloren gegangen. Ja, früher hat man sich nicht getraut, die älteste Eiche umzufällen, weil man dachte, da wohnt der Eichengott oder der Donnergott oder wer auch immer. Das heißt, es war eine Respektsbeziehung des Menschen, der eingebettet war in eine Entität aus Menschen und Tieren und Pflanzen. Und durch diese Auftrennung in der Aufklärung, dass die Natur zum Objekt wurde, der Mensch zum Subjekt, wir sprechen von Umwelt. Mhm. Ja, das ist ein ganz, wie soll man sagen, entlarvender Begriff. Es gibt uns und es gibt die Umwelt. Und wir müssen einfach verstehen, wenn wir die Umwelt kaputt machen, dann gibt es uns nicht mehr, die Umwelt schon. Und deshalb habe ich gesagt, die Natur ist das Maß aller Dinge. Und das ist natürlich, wenn Sie das wirklich ernst nehmen und sagen, alle Entscheidungen, die die Menschen zukünftig zu treffen haben, müssen Sie jetzt nicht mehr an der Messlatte eines Jahresprofits oder eines Quartalprofits oder einer Rentabilität, sondern an dem Guten, was Sie der Natur tun oder was Sie zum Erhalt der Natur beitragen, messen, dann haben Sie einen Zielkonflikt. Ja, die Maximierung der Cash oder die Maximierung des Benefits die Natur. Und die beiden sind konfliktuös. Die sind in den seltensten Fällen identisch. Und Ziel ist es natürlich auch da, wieder zurück zur Natur zu gehen. Zurück. Ja, aber nicht im trivial naiven Sinn, sondern ich rede von Wertschätzung. Ne? Sie haben ja auch gesagt, dass 50% der CO2-Emissionen die Baubranche verursacht. Das ist unfassbar viel. Aber in öffentlichen Debatten wird darüber eigentlich überhaupt nicht gesprochen. Also man kriegt das eigentlich nicht wirklich mit. Ich habe es mir in Vorbereitung auf unser Gespräch natürlich durchgelesen. Sie haben auch viel besprochen über die Auswirkungen und die Folgen der Folgen. Aber wie könnte man dem entgegenwirken? Also gerade in der Baubranche, das ist ja eine riesige Branche, da gibt es so viele kleine Minischraubstellen. Wo kann man anfangen? Zunächst mal durch das Bewusstmachen, also das, was ich heute früh zumindest mal in 20 Minuten Zeitdauer versucht habe, punktuell hervorzurufen. Und dann durch das darüber sprechen, innerhalb der Gesellschaft. Wir müssen über diese Dinge sprechen. Wir können es nicht der sogenannten Politik überlassen, weil die Politik ist nichts anderes als ein Spiegel der Gesellschaft. Der Politiker kann nicht mehr wissen als der Schlauste in der Bürgergemeinschaft. Ich berate sehr, sehr viel pro bono, also ohne Geld, die politische Kaste vom Gemeinderat bis zum Bundesminister. Die sind alle total dankbar und sagen, jetzt habe ich es endlich mal verstanden, weil es mir endlich mal jemand erklärt hat, um was es wirklich geht. Weil diese Menschen stehen natürlich unter einem Dauerfeuer von Lobbyisten und anderen Schlaumeiern, ja auch von Forschern, die irgendwann mal gesagt haben, wir müssen links abbiegen und dann trotz besserer Erkenntnisse heute immer noch sagen, wir müssen links abbiegen, weil sie nicht die Größe haben zu sagen, ich habe damals was Falsches gesagt. Mhm. Ja, also werden Trends im Grunde aufrechterhalten und immer nur verstärkt, weil der Einzelne nicht stark genug ist zu sagen, wir müssen die Richtung ändern. Ich war der, der schuld war, dass wir nach links gingen. Heute sage ich, wir müssen nach rechts gehen. Ich habe das mal zu einem Bauminister gesagt. Da hat er gesagt, jetzt kommen Sie zu mir. Dann haben wir uns eine Stunde unterhalten. Er sagte, Sie haben ja völlig recht, das habe ich gar nicht gewusst. Aber wenn ich das befolge, was Sie sagen, dann muss ich eine Richtungsumkehr machen. Da sage ich, ja. Da ist er ganz nachdenklich geworden, da sagt er, dann töten mich die Medien. Überleg mal,
weil er sagt, ich habe jetzt 5 Jahre lang gesagt, wir müssen so machen, jetzt auf einmal sage ich, wir müssen so machen. Das ist ein mediales Desaster ohnegleichen. Wir müssen eigentlich eine Technik entwickeln, wie wir den Tanker umdrehen, ohne dass es die Medien merken und in die andere Richtung fahren. Das sind die Sorgen dieser Menschen. Und er redet heute über Baugesetzgebung und heute Abend muss er eine Rede halten über den Zubau von Kindertagesstätten und morgen früh über die Sicherheit der Renten und morgen Nachmittag über die Migration aus Afrika an den europäischen Grenzen. Das heißt, diese Menschen sind ja nicht zu beneiden, weil das, was sie eigentlich in ihrem Hirn nicht nur begreifen müssen, sondern auch noch umformen müssen in Zukunftsfähigkeit, ist so gigantisch viel, dass sie alle Hilfe dieser Welt brauchen. Und das ist auch unsere Hilfe, aber wir können nur Hilfe generieren, wenn wir selber verstehen und darüber sprechen. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn Sie jetzt sagen, was sind die Dinge, die man direkt tun muss? Also schauen Sie, es ist schon das Verstehen. Also ich habe es ja vorhin angedeutet, wir müssen alle energieeffizient sein. Warum, kann keiner beantworten. Gehen Sie mal in der Geschichte zurück, das erste Gebäude-Energiegesetz, also dort, wo das Effizienzprinzip eingeführt wurde, kam 1976 durch den Bundestag. Und die Parlamentarier bekommen immer so eine Art Deckblatt auf das Gesetz, das sie zu verabschieden haben, weil ja niemand verlangen kann, dass sie das Gesetz durchlesen und von vorn bis hinten verstehen. Und auf diesem Deckblatt stand, dieses Gesetz dient der Stabilisierung des Bundeshaushalts und der Lösung von Lieferabhängigkeiten von Erdöl-Lieferstaaten, OPEC. Das war die Folge der ersten und der zweiten Ölkrise. Aufgrund dieser Erkenntnis, dass wenn die Scheichs den Ölhahn zudrehen, wir ein Energieproblem haben, wurde das Gebäude-Energie-Einspargesetz verabschiedet. Das war ein außenwirtschaftsstrategisches Gesetz. Das hat mit Umweltschutz überhaupt nichts zu tun. Kein einziges Wort von Umweltschutz stand da drin. Auch die Wärmeschutzverordnungen, das stand da nicht drin. Das war außenwirtschaftsstrategisch, 30 Jahre lang. Das muss man wissen. Und jetzt könnte man sagen, damals schon 1976, ja, wer emittiert denn am meisten oder wer verbraucht am meisten Öl? Das sind die Kraftwerke, das sind die Mobilität und das ist das Bauwesen. Die Mobilität hat man ja nicht angegriffen. Man hat ja nicht gesagt, wir führen verpflichtend einen maximalen Benzin- und Dieselverbrauch, weil da ist die Lobby zu stark. Das hat man sich nicht getraut. Und im Bauwesen, das eine extrem schlechte Lobby hat, die total aufgesplittet ist in unterschiedliche Interessensgruppen, da hat man gesagt, den hauen wir das Gesetz rein, weil die meckern eh nicht. Ne? Die haben nicht eine Stimme. Und so landete diese Sache im Bauwesen. Bis ungefähr 1995 klar wurde, dass aufgrund der dann 30 Jahre lang währenden Messungen der CO2-Gehalte auf Hawaii, der weltweiten Temperaturmessungen auf wirklich wissenschaftlicher Präzision und den bis dann schon entstandenen klimatologischen computerbasierten Algorithmen, bis die alle drei dasselbe voraussagten. Die waren übrigens 20 Jahre später als ein Mensch, dem man den Nobelpreis geben müsste. Ich komme gleich drauf zurück. Und dann hat man gesagt, ja, das hat auch was mit Umwelt zu tun, dann schreibt man doch in das Gesetz hinein und zum Schutz der Umwelt. Man hat aber nach wie vor folgenden, wie soll man sagen, intellektuellen Harakiri begangen. Ja, dann, nämlich 1965, wusste man, wir haben das außenwirtschaftsstrategische Problem mit der Energie, das war da aber nicht mehr schlimm. Ne? Weil mit der OPEC war Frieden geschlossen, das Gas kam billigst, garantiert in großen Mengen aus Russland, ohne erpresserische Momente. Das lief einfach, alles war total toll und trotzdem hat man daran festgehalten. Und hat gesagt, wir müssen Wärme dämmen, um den Energiebedarf zu senken. Das ist ganz wichtig, den Energiebedarf. Man hat zwar gewusst, dass wir ein Emissionsproblem haben, hat es aber irgendwie nicht erwähnt, sondern hat gemeint, wenn wir den Energiebedarf senken, dann lösen wir das Emissionsproblem, was natürlich ein Trugschluss ist, ohnegleichen. So ist es mit dem Energiebedarf. Man hat sich politisch nicht getraut zu sagen, auch schon 1976 nicht, du Bürger darfst nicht mehr verbrauchen an Energie als. Hätte man ja auch tun können. Das wäre natürlich, da hätte Aufruhr gegeben. Ne? Also hat man nicht gesagt der Bürger, sondern der Quadratmeter. So ein Quadratmeter ist ein wehrloses Etwas, da hat man ein Gesetz gemacht, man darf pro Quadratmeter nicht mehr Energiebedarf errechnen als. Ich betone immer Bedarf.
Weil man hat sich nicht getraut, an das aktuelle Verhalten der Menschen ranzugehen, sondern an das theoretisch mögliche Verhalten. Man musste also als Architekt oder als Ingenieur bei einem Neubauvorhaben beweisen, dass mit so und so viel Wärmedämmung und so viel Luftdichtigkeit und all diesen Maßnahmen, die man unter Wärmeschutz summiert, der Wärmebedarf des Gebäudes nicht größer ist als. Aber die Menschen halten sich nicht daran. Die haben einen Verbrauch und der Verbrauch ist viel höher als der theoretische Bedarf. Viel höher. Wir bauen heute Häuser, wie können Sie sagen, einen Bedarf von 10, was auch immer das ist. Der bundesdeutsche Bürger hat einen Verbrauch von 70 bis 120, nahezu unabhängig von der thermischen Qualität des Hauses, in dem er wohnt. Na, der eine ist starker Raucher, der sagt, ich kann ja die Fenster nicht zumachen, da sterbe ich an meinem eigenen Rauch. Der andere sagt, ich fühle mich beengt, ich brauche frische Luft, die Lunge muss sich füllen, ich mache die Fenster auf und heize gleichzeitig. Und all diese Dinge. Ja, man hätte ja sagen können, schon 1976, wir überwachen die Heizöllieferung, wir überwachen den Stromzähler und wenn du das überschreitest, musst du Strafe zahlen. Hat man nicht gemacht. So, das hat dazu geführt, dass man riesige Aufwendungen macht für Wärmedämmung und die Leute halten sich aber nicht daran, dieses Minimum zu erzielen, sondern die leben nach ganz anderen Kriterien. Was es mit den Emissionen zu tun hat, dieser Punkt wurde überhaupt nicht berührt. Eigentlich, und das schlage ich ja vor, ich habe gesagt, werf dieses 58 Seiten lange in 8-Punkt-Schrift gedruckte Gebäudeenergiegesetz einfach in den Eimer und ersetzt es durch einen einzigen Paragraphen. Das Emittieren klimaschädlicher Gase beim Herstellen, Betreiben und Rückbauen von Gebäuden ist verboten. Dann versteht es jeder. Und was man emittiert, das kann man relativ einfach nachweisen, ne? Und dann gehen sie aber natürlich an den Bürger ran und an die Bürgerin und sagen, du hast ein Kontingent und wenn du das überschreitest, musst du zahlen. Und das traut man sich nicht. Und stattdessen, statt die Causa, die Ursache zu benennen, nämlich die Emissionen, denken Sie an meine erste Folie, was ist die Ursache, geht man an die Folge der Folgen der Folgen und operiert da irgendeiner Luftdichtigkeit herum. Ich meine, wer will denn schon in einer luftdichten Hütte wohnen? Ich nicht. Es kommen gleich Fragen. Franzi, kannst du uns gleich mal ein Mikrofon? Ach, sorry. Bevor eine Frage, oder ist darauf im Anschluss? Ja, kann man denn heute. Eine Sekunde, wir brauchen ein Mikrofon, weil wir einen Livestream haben und sonst wird es nicht gehört. Ja, kann man denn Häuser bauen, ganz ohne Emissionen zu erzeugen? Nein. Also man kann sicherlich viel tun, man kann mit Holz bauen und so weiter, aber manche Baustoffen wird schwierig. Wir sind nicht in der Lage, emissionsfreie Häuser zu bauen. Das muss man ganz klar sagen. Dieses ganze Zero und Zero-Gerede, nimm es nochmal auf den Punkt. Also bei aller Mühe. Ne? Ich baue Häuser ohne Schornstein. Das heißt, ich baue Häuser. Der Architekt sagt, ich baue, natürlich baut er nicht. Denken Sie mal an Bertolt Brecht. Wer baute das siebentorige Theben? Waren es die Könige, deren Namen über den Toren verewigt ist? Ne? Hier baute Ludwig der 48. die neue Stadt. Es waren die Arbeiter im Schweiß ihres Angesichts. Also korrekt gesagt, ich plane. Wir planen Häuser, die nach ihrer baulichen Realisierung keinen Schornstein haben. Das geht. In der Herstellphase haben Sie einfach die Situation, dass Sie eine Reihe von Baustoffen haben, die Sie nicht emissionsfrei erzeugen können. Beispielsweise Zement. Manche sagen Holz. Ich komme da gleich drauf. Und Sie haben das Transportproblem. Die transportbedingten Emissionen sind nicht zu vernachlässigen. Die haben eine signifikante Größenordnung. Sie können sich das mal so vorstellen, so ein herkömmliches Einfamilienhaus schwäbischer Bauart wiegt vielleicht 2,5 Tonnen pro Quadratmeter, haben Sie ein 150 Quadratmeter Haus, haben Sie 375 Tonnen Eigengewicht, sagen wir mal 400, da können wir einfacher rechnen. Und wenn Sie 300 Gramm Transportemissionen pro geladene Tonne haben, ne, dann haben Sie 400 Tonnen mal 300 Gramm, das sind 120 Kilo pro Kilometer. So, jetzt setzen Sie mal ein, eine Küchenarbeitsplatte aus chinesischem Granit. Ja, oder Sie bauen in Norddeutschland ein Haus mit Holz aus Österreich. Oder Sie machen eine Fassade mit sibirischer Lärche. Und jetzt merken Sie, wie gigantisch diese Tonnagen sind. Und jetzt müssen Sie eine wichtige Zahl wissen. Ein gesunder Baum mittleren Alters, sagen wir mal 40 Jahre,
ausgeprägtes Blattwerk, der bindet pro Tag vielleicht 30 bis 40 Gramm CO2. Und jetzt können Sie ausrechnen, wie viele Bäume Sie benötigen, um die grauen Emissionen dieses Hauses zu kompensieren. Wir machen das folgendermaßen. Wir sagen, wir minimieren die grauen Emissionen, indem wir die Baustoffe möglichst aus der Region heranfahren, indem wir versuchen, Rezyklate einzusetzen, indem wir leicht bauen und, aber wir emittieren immer noch grau. Und jetzt gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich Kompensationsmaßnahmen. Dass man sagt, wir tun dann etwas. Wir sind nicht in der Lage, das CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen, weil das ist unbezahlbar teuer. Da bezahlen Sie heute zwischen, je nachdem, wenn Sie fragen, 600 und 1000 Euro pro Tonne. Wir machen Kompensationsmaßnahmen durch Anpflanzen von Wäldern und sagen, über einen Zeitraum von 10 Jahren bindet dieser Wald von den kleinen Setzlingen bis dann zum einigermaßen adulten Baum so und so viel CO2, genauso viel, wie wir emittiert haben bei der Herstellung. Und das kostet pro Etagenwohnung vielleicht 5.000, 7.000 Euro. Die meisten Leute sind willig, das zu bezahlen. Und dann können Sie nämlich Ihren Kindern sagen, wir sind emissionsfrei. Da fühlt man sich ja viel besser. Ja, also nochmal ganz wichtig, wir schaffen heute und auf absehbare Zeit das emissionsfreie Bauen nicht. Wir können es aber die Summe aller Emissionen auf Null treiben, durch mehr geeignete Kompensationsmaßnahmen machen. Die technische Kompensation ist heute viel zu aufwendig und teuer. Wir wählen die biologische Kompensation. Dann geht's. Hallo. Ich habe das Mikro noch. Ich wollte zuerst kurz fragen, können Sie noch was zum Thema Baustoff Holz, also diese Kontroverse um Holz, sagen und vielleicht Stichwort einfaches Bauen? Ja, gerne. Also Holz. Ich hatte einen erheblichen Disput mit der europäischen Holzindustrie. Ich gebe das ganz offen zu. Da gab es Videokonferenzen mit bis zu 7 Präsidenten. Die haben mir Gerichtsprozesse und Tod und Teufel angedroht. Ich habe gesagt, ich sage nur die Wahrheit. Ich bin akademischer Lehrer, ich bin meinen Schülern verpflichtet und meinen Schülerinnen. Ich sage das, was wahr ist. Und ich rate Ihnen, übernehmen Sie das. Dann fallen Sie nicht irgendeinem Medienerkenntnis in 2, 3 Jahren anheim, die herausfinden, das stimmt ja gar nicht mit dem Holz, das stimmt ja gar nicht. Wer hat uns auf den Holzweg geführt? Ne? Der Begriff Holzweg war übrigens der Anlass des Eklats, weil ich hatte ein Interview gegeben in der Welt und ich bedinge mir immer aus, dass ich die Interviews nochmal lesen darf, bevor sie publiziert werden, um so Zahlendreher zu 12 statt 21 oder 12 statt 120 zu korrigieren, aber was der Journalist, den ich sehr schätze, nicht getan hat, er hat mir nämlich nicht die Überschrift gegeben. Und die Überschrift hieß, Sobeck sagt, Doppelpunkt, wir müssen runter vom Holzweg. Und dann ist die Holzindustrie explodiert. Also was ist mit dem Holz? Vielleicht sind 2 Dinge wichtig. Ich habe schon gesagt, die tägliche CO2-Bindungskapazität ist. Jetzt bindet so ein Baum bis zu seiner letzten Lebensminute CO2. Am Anfang als Setzling mit 50 oder 100 Blättern relativ wenig, dann in der Zeit stärksten Wachstums, je nach Baumsorte und Standort, so zwischen dem 10. und 30. Lebensjahr, bis zu 100 Gramm pro Tag. 100 Gramm ist die Menge, korrekt gesagt 92, die nach der neuesten europäischen Gesetzgebung für den Flottenemission von PKWs zulässig ist. Das heißt, wenn Sie sich einen super korrekten PKW kaufen, kein SUV und diese ganzen Kisten, sondern irgendeinen kleinen Flitzer, dann emittiert der normmäßig 92 Gramm. Und dafür muss ein Baum in der Pubertät, in der Phase maximalen Wachstums, da wo ich immer 3 Kirschtorten gegessen habe pro Tag und so, ne? Wo man ja nicht mehr von Essen reden kann, sondern schon, ja. Da muss der Baum einen Tag arbeiten. Oder wenn Sie die Autobahn A8 bei Stuttgart echter Dingen am Flughafen, der Bürgermeister hat gesagt, Herr Sobeck, sagen Sie mir doch mal, wie viele Bäume muss ich pflanzen, damit die A8 emissionsfrei ist durch Kompensation. Da sage ich 120.000 Bäume rechts und links der Autobahn pro Kilometer. Ja, entweder übereinander oder Sie müssen Dägerloch einebnen und Ihre eigene Stadt auch. Sie müssen alles mit Bäumen, das gibt uns ein Gefühl darüber,
wie groß diese Emissionen sind und wie klein die Bindungskraft der Natur ist. Mhm. Natürlich in Summa, wenn Sie alle Wälder nehmen, da ist es eine enorme Bindungskraft, aber sie reicht immer noch nicht aus. So, jetzt wissen wir also, die Bäume sind absolut wichtig, weil sie das einzige neben dem Ozeanen CO2 aufnehmende Element sind und es speichern. Aber was machen wir jetzt? Jetzt fällen wir den Baum vielleicht nach 60 Jahren. Typischerweise früher. Dann nimmt man aus gutem Grunde ungefähr 75-70% der gesamten Baummasse aus dem Wald heraus. Der deutsche Waldzustandsbericht beschreibt, der neueste, dass die durchschnittliche Wurzelmasse des deutschen Waldbaums 19% des Gesamtgewichtes ist. Die Wurzelmasse lässt man da drin, also lassen Sie schon mal 20% im Boden. Dann lassen Sie natürlich die ganzen Blätter und die Nicht-Derbholzer, das sind alle Ästchen unter 7 cm Durchmesser, auch im Wald. Und einen Teil der Rinde lassen Sie auch im Wald, weil die enthalten die Mineralstoffe, die der Baum aus dem Boden herausgezogen hat. Und würden Sie die abtransportieren, dann würden Sie den Boden auslaugen und nach 3-mal Pflanzen und Fällen ist der Boden tot. Dann müssen Sie den Wald düngen, was man auch schon gemacht hat, ne? Mit erheblichen Problemen, weil man dann die ganze Mikroflora und Fauna kaputt gemacht hat, die Mikroorganismen im Boden. Also lässt man das dort, ist alles prima, ist auch richtig so und entnimmt 75% in Form eines Stammes. Der Stamm ist jetzt tragischerweise im Querschnitt rund und in der Längenentwicklung nicht zylindrisch, sondern konisch. Und daraus machen Sie jetzt Bretter, die im Querschnitt rechteckig sind und in der Längenentwicklung konstanter Querschnitt haben. Das heißt, Sie haben jede Menge Verschnitt beim Zersägen dieses Baumes in Form von Sägemählen, von Schwarten und sonst was. Jetzt haben Sie die Bretter. Jetzt kauft der deutsche Bürger natürlich kein Brett mit Ästigkeiten. Jetzt werden diese Ästigkeiten mit super Methoden, also computerbasiert, Ultraschall, Laser und sonst was, festgestellt, rausgesägt, wird wieder zusammengeleimt ohne Ästigkeiten. Und das, was am Ende auf der Baustelle ins Haus ankommt, sind maximal 30% dessen, was Sie aus dem Wald rausgeholt haben. 30%. Und der Rest blieb in großen Teilen der thermischen Verwertung zugeführt. Das heißt, innerhalb von wenigen Wochen nach dem Fällen des Baumes war das in der Atmosphäre. Jetzt argumentiert die Holz- und Forstwirtschaft, naja, das ist ja ein Kreislauf. Wir haben es vor die letzten 60 Jahre gebunden und jetzt verbrennen wir es und emittieren wir es, also ist es ein Nullsummenspiel. Ich sage, wenn wir die Betrachtungsperiode 60 Jahre nehmen, ja. Wir haben aber heute früh gelernt, dass wir eine Bilanzierungsgrenze ziehen, ab der wir die 290 Milliarden Tonnen betrachten. Und wenn ich einen Baum nehme, der in der Vorzeit CO2 gebunden hat und verbrenne ihn nach der Bilanzierungsgrenze, dann muss ich diese Emissionen natürlich von den 290 Millionen dazu tun. Das ist der Punkt. Wäre die Bilanzierungsgrenze des Jahres 1900, dann könnte ich das vergessen. Ist die Bilanzierungsgrenze 2020 und eine müssen wir ersetzen, damit wir eine Zahl haben, an der wir unser Tun messen, dann darf ich das nicht vergessen. Und dann ist das Verbrennen von Holz wie das Verbrennen von allem, was vor der Bilanzierungsgrenze geschah, unzulässig. Nö, sagt die Holzindustrie mit der Bilanzierungsgrenze, die schiebt man dann zurück. Dann sage ich, ja, dann kann ich ja meinen alten Maserati wieder rausfahren, der emittiert 440 Gramm pro Kilometer. Und das ist ja auch nichts anderes als ein Kreislauf, weil vor 40 Millionen Jahren wurde das CO2 gebunden, dann kann ich es ja heute wieder emittieren. Natürlich nicht. Deshalb bleibt er in der Garage und ist nur noch zum Angucken da. Seit 20 Jahren. Ist halt so. Es gibt noch eine Frage aus dem Publikum. Überall werden alte Häuser abgerissen und es wird neu gebaut. Mhm. Das Ziel müsste doch eigentlich sein, alte Bausubstanz zu erhalten und die dann zu renovieren. Wunderbar, ich wollte nämlich gerade genau auf das Startup Concola eingehen. Von daher geben Sie mir wunderbar gerade den Einfall. Ja, genau darum geht es nämlich auch für mich. Kreislauf, genau. Rückbau, Abbau, ja. Abriss. Was machen Startups? Was kann man machen? Ja, also warum ist es teilweise richtig zu sagen, wir reißen besser weniger ab? Ich gehe nochmal, das ist eine Diskussion an den Folgen.
Die Ursache ist doch, warum sollen wir das tun oder warum sollen wir das nicht tun? Was ist die Ursache unseres Denkens? Das sind die CO2-Emissionen und der Ressourcenverbrauch. Wäre ich jetzt in der Lage, ein Haus abzureißen, ein neues zu bauen, ohne dass ich etwas emittiere, dann wäre das ja nicht schlimm. Also müssen Sie so denken. Sie müssen sagen, die Emissionen und ein paar andere Sachen wie der Abfall sind das Maß, an dem ich meine Handlungen messe. Es ist nicht hoch oder niedrig bauen oder lang oder kurz oder Neubau oder Nicht-Neubau. Es sind die damit verbundenen Emissionen und das damit verbundene Abfallaufkommen vielleicht. Das ist der Kern. Und weil man jetzt in den Primärkonstruktionen, sagt man, also in der tragenden Konstruktion, Vulgo, Rohbau oder so, ne? Also Stützen, Wände, Decken, relativ hohe Anteile an Beton und an Ziegeln hat, die bei ihrer Herstellung relativ hohe Emissionen verursacht haben, sagt man, das lassen wir jetzt besser stehen, weil wenn wir das abreißen und machen es wieder aus Beton und Ziegel, dann emittieren wir ja erneut und müssen es auf die 290 Millionen obendrauf setzen, Milliarden obendrauf setzen. Das ist schon richtig, wenn Sie sagen, ich reiße diese Betonstütze ab und ersetze sie durch eine Betonstütze. Aber wenn Sie sagen, ich reiße die Betonstütze ab und ersetze sie durch eine Lehmstütze, ist das Verhältnis eben nicht mehr da. Oder wenn Sie sagen, ich ersetze sie durch eine Holzstütze und trage dafür Sorge, dass beim Produktionsprozess vom Stamm bis zum Holzbalken keine Emissionen entstehen, weil ich die ganzen Sägespäne und sonst was anderes verwerte oder binde oder sonst wie Wasser lagere. Dann haben Sie da auch keine Emissionen. Wissen Sie, also ich will nicht, prinzipiell nicht an den Folgen der Folgen herumdiskutieren, sondern ich will an den Ursachen diskutieren. Das macht das Leben viel einfacher. Und dann kommen Sie nämlich auf ganz interessante Gesichtspunkte. Sie sagen, okay, wir lassen den Rohbau stehen. Wir nehmen die Fassade runter, bauen eine neue Fassade, nennen das Ganze energetische Sanierung und werden noch mit Steuergeldern gefüttert. Ich sage, das ist total prima, da braucht es jetzt weniger Energie. Warum auch immer Energie ein Kriterium sein sollte. Ich komme nochmal drauf. Und was ist mit den Emissionen, die ja eigentlich der Indikator überhaupt sind? Nun, wenn ich etwas abbaue, dann produziere ich zunächst mal Bauschutt. Im idealen Fall ist es sortenrein, dann könnte man es einem Recyclingprozess zuführen, aber insbesondere das, was in den letzten 60 Jahren seit der Erfindung der bautauglichen Kunststoffe, kommen gleich nochmal drauf, da so verbaut wurde, ist es eben nicht mehr sortenrein. Und dann haben Sie Abfall, den müssen Sie irgendwo hin transportieren. Jetzt laufen aber in Deutschland die Deponien voll in den alten Bundesländern. Im Großraum München finden Sie keine Deponie, die Bauschutt nimmt. Sie kriegen per amtlicher Verordnung gesagt, wenn Sie was abreißen, haben Sie Bauschutt, den Bauschutt müssen Sie fahren, entweder nach Nordtschechien oder nach Südpolen. So, jetzt nehmen Sie 5 Kubikmeter Betonschutt und packen den auf einen 3-Achs-LKW und fahren ihn nach Südpolen und lassen ihn leer wieder zurückfahren. Dann emittiert der LKW genauso viel CO2, wie bei der Herstellung des Betons, den er transportiert hat, emittiert wurde. Ja, es ist so. Und jetzt merken Sie, was ist das für ein Wahnsinn, von dem wir reden? Ne? Was ist das für ein Wahnsinn, was wir da machen? Das heißt, jetzt haben Sie die Fassade abgenommen und haben Sie nach Südpolen gefahren, jetzt bauen Sie eine neue Fassade. Ne? Die haben Sie natürlich auch, die brauchen Materialherstellung, Materialtransporte und Einbau. Das ist alles emissionsbehaftet. Jetzt haben Sie die neue Fassade und was nützt die? Sie brauchen weniger Energie. Aber Energie ist doch nicht das Kriterium. Das stimmt. Ich würde trotzdem noch mal beim Thema Kreislauf bleiben. Es wird ja auch nur 1% des Materials rückverbraucht. Also liegt es auch daran, dass viel verklebt ist und dass man viel auch gar nicht mehr rückverbauen kann? Oder warum ist es nur 1%? Es sind mehrere Gründe. Es ist tatsächlich so wenig. Grund Nummer 1, bisher hat es niemand interessiert. Ja, Grund Nummer 2, viele Leute haben gesagt, was, ich soll mit Abfall bauen? Womöglich noch mit dem Abfall vom Haus meines Nachbarn, den ich ja nicht leiden kann. Da komme ich ja überhaupt nicht mehr zum Schlafen. Grund Nummer 3, wenn Sie mit Rezyklaten arbeiten, dann greift natürlich der Gesetzgeber zu. Wenn Sie etwas abreißen, dann ist es zunächst mal Abfall. Und dann unterliegt es der deutschen Abfallverordnung. Wenn Sie ein Holzhaus
Teilrückbauen, das ist der Fachbegriff, oder komplett rückbauen, dann ist das Holz nicht Holz, sondern es muss verbrannt werden. Teil 4, deutsche Abfallverordnung. Weil der Gesetzgeber sagt, das weiß doch keiner, was da gestrichen wurde. An Fungiziden, Herbiziden, Insektiziden, an Farbe. Keiner weiß, was in diesem Holzbalken drin ist. Dann können wir das dem Bürger auch nicht zumuten, dass irgendjemand diesen Holzbalken rezykliert und dort einbaut und der arme Kerl muss dann diese ganzen Fungizide einatmen und diese leicht löslichen Verbindungen. Also sagt der Gesetzgeber aus seiner Verpflichtung heraus, zum Schutz der Gesundheit der Bürger, kommt nicht in die Tüte, muss verbrannt werden. Beispielsweise, so könnte ich Ihnen hunderte von Beispielen erzählen. Und die Tatsache, dass man eben diese ganze Philosophie und die gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit der Wiederverwendung, das heißt 1:1 oder einer Wiederverwertung, das heißt eine Auflösung der stofflichen und geometrischen Beschaffenheit eines Bauteils, das man entnimmt, beispielsweise häckseln, bröseln, kleinmalen und daraus wieder was Neues machen, nie im Bauwesen richtig umsetzen wollte, auch wegen diesen gesetzgeberischen Randbedingungen, ist der Markt null. Und jetzt kommt auf einmal die Nachfrage und jetzt stellt man fest, ja, wir haben ja kaum Recyclingbetriebe. Ne? Und da, wo man schon was getan hat, wie beispielsweise im Bereich der Betonnormen zum Bauen mit Recyclingbeton, da haben sie natürlich wieder so Ansätze, typisch deutsch. Ja, man muss davon ausgehen, erstmal haben wir zwei Güteklassen, zwei Reinheitsgrade. Die einen dürfen so und so viel Ziegel und sonstigen Schutt noch mit beinhalten und die anderen weniger. Und dann ist die Festigkeit, die dieser neue Beton hat, limitiert auf da und auf da. Also auf niedrigfest, keine Hochleistungsapparate. Ne? Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, wenn ich in der Lage bin, das vom Ziegelschutt zu befreien, dann habe ich doch ein viel hochwertigeres Material. Passt aber nicht in diese Kategorie der Norm. Die Schweizer sind klüger. Die Schweizer haben jetzt eine neue Norm eingeführt, die sagt, du nimmst einfach, was du findest, machst daraus einen neuen Beton, misst die Festigkeit und die ist die, die du ansetzen darfst. Das ist ganz einfach und vor allen Dingen ist es wesentlich kürzer. Sie können es auf einer Seite beschreiben und es ist wesentlich logischer. Das wird einem jedes Kind erzählen, dass die ansetzbare Festigkeit die ist, die man herstellen kann. So haben wir also eine ganze Reihe von Hindernissen. Aber das wird jetzt langsam besser. Es wird besser. Es gibt tolle Unternehmer, die einfach aus ihrem Unternehmen, aus ihrem Entrepreneurship heraus, sagen, in der Nähe von Stuttgart haben wir so einen, den Herrn Fees, ich mache das, koste es, was es wolle, ich bin einfach dickköpfig und ich finde es für richtig. Und die bauen das dann auf und dort können sie diese Granulate kaufen und so weiter. Und die tun sich natürlich leicht bei der Wiederaufarbeitung von Gebäudeschutt, bei dem die Gebäude vor 1965 gebaut wurden. Und so ungefähr 1965 plus minus 5 Jahre ist der Zeitpunkt, wo es Kunststoffe gab, die in großem Umfang im Bauwesen Einzug hielten, weil sie lichtstabil waren, sagt der Bürger, lichtstabil. Ne? Also weil sie durch entsprechende Additive und sonst was beispielsweise nicht mehr versprödet oder vergilbt sind oder weil sie für Trinkwasserleitungen geeignet waren. Das gab es ja vorher im Kunststoffbereich nicht. Ne? Mein erstes Kunststoffhemd, da war ich stolz wie Oskar, das war aus Perlon. Das habe ich 1962 zur Kommunion gekriegt. Da habe ich es morgens angezogen, da war es schneeweiß und abends hat es erstmal nach Körpergeruch gerochen ohne Ende, weil es keine Saugfähigkeit hatte und es war strohgelb, weil es war nicht lichtstabil. Ein Tag in der Sonne und das Hemd war gelb. Das kannst du natürlich nicht für eine Hausaußenfarbe anwenden, ne? Oder für eine Fensterdichtung oder sonst was. Aber wenige Jahre später, 1965, gab es das. Und seither haben sie natürlich überall Silikonfugen. Überall, wo ein Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk ist, haben sie eine Polyurethanausschäumung. Im Rest haben sie was weiß ich, Styrodure und dieses und jenes. Das ganze Haus ist von Kunststoff durchwebt, bis hin zum Estrich. Und das wieder aufzutrennen in sortenreine Komponenten ist natürlich unendlich schwer. Aber es gibt ja Startups, die genau das versuchen. Also Conquila ist als ein Beispiel. Die versuchen nämlich,
ja, die Materialien wieder in den Kreislauf zurückzubringen. Also sie schätzen das Material wert, also man spricht auch nicht von verbrauchen, also etwas wird verbraucht, dann ist es ja weg, wenn es verbraucht wird, sondern eben von gebrauchen und von nutzen und von nutzbar machen, auch ja, den Dingen auch eine Geschichte geben. Also das hat vielleicht mal in einer anderen Wohnung, die Lampe hat in einer anderen Wohnung funktioniert und jetzt wird sie nicht getötet, sie wird nicht weggeschmissen, sondern sie hat irgendwo anders noch eine Funktion. Und das Startup, von dem ich jetzt spreche, das ist natürlich noch klein, aber wir haben ja auch ein paar Gründer hier, könnte das vielleicht auch eine Möglichkeit sein, für viele Gründer da anzusetzen, also ähnliche Ideen umzusetzen. Ja, ich meine, Concola, ich kenne die ja gut, die machen eine total wichtige Arbeit. Wir müssen aber eins differenzieren. Ich habe vorhin gesagt, verwenden und verwerten. Ne? Verwenden heißt, ich nehme etwas, reinige etwas, streiche es neu an, aber ich belasse seine geometrische und stoffliche Beschaffenheit. Das ist das, was Concola macht. Mhm. Also wir haben bei unseren Gebäuden beispielsweise über Concola Türklinken gekauft oder weiter verhökert an die Bauherrschaft. Ne? Wir haben Gebäude gemacht, da hatten wir 43, 44 verschiedene Fenstertypen, ne? Weil der Architekt gesagt hat, er möchte jetzt 100% Rezyklate einsetzen und ist dann von Fensterbaubetrieb zu Fensterbaubetrieb gegangen. Ich wusste es auch nicht und hat nach falsch produzierten Fenstern gefragt. Ne? Und es passiert halt einfach, dass der Stift morgens um 9 noch nicht so richtig durchblickt und statt 1 Meter mal 1,20 macht er 1,20 mal 1 Meter. Dann bleibt das Fenster übrig und steht irgendwo hinten. Ne? Und diese Fenster hat der Architekt zusammengetragen, 44 verschiedene Stück. Meine Planer sind fast verrückt geworden, ne? Weil alles war irgendwie anders. Ne? Das ist Wiederverwenden. Das ist, was das Management betrifft, das Einfachere. Was die Lagerhaltung dazwischen betrifft, das Umständlichere. Das Verwerten ist was anderes, ist die Auflösung der stofflichen Beschaffenheit. Und damit verbunden die Notwendigkeit, die Stofflichkeit zu identifizieren und das Ganze zu sortieren. Ziegelschutt, Betonschutt, Gipsschutt, Holz und so weiter. Und da gibt es schon ein paar professionelle Betriebe, wie jenen genannten FES in der Nähe von Stuttgart, die das machen. Wir brauchen aber noch viel mehr. Und vor allen Dingen, und das ist vielleicht so als Start-up-Idee, wenn Sie sich mal anschauen, beim Altglas-Recycling, ne? Ich habe mir das mal angeguckt, also die Leute erzählen dann in diesen Recyclingfabriken, sie finden teilweise tote Katzen, ne? die Leute da irgendwie entsorgen und alles Mögliche, aber eben auch Glas. Aber dann natürlich im Weißglas-Container auch Braunglas und blaues Glas und sonstiges Glas, weil die Leute zu faul sind, das Glas zu sortieren, obwohl sie 3 Container vor sich haben. Und dann haben die ein Fließband, da sausen die Glasscherben mit Windeseile entlang und dann gibt es oben Detektoren und die messen die Farbe und den Verschmutzungsgrad und dann gibt es unten, läuft dieses Schotterflies, könnte man sagen, über ein Kissen oder eine Menge von Luftdüsen und dann werden die farblichen Gläser per Luftstrahl weggeschossen. Da stehst du daneben und da kommt da rechts, ich weiß nicht, 1 Tonne pro Minute an und dann fliegt der ganze Teil oben raus und links ist nur noch weißes Glas. Super. Und sowas brauchen wir bei der Mülltrennung im Bauwesen, bei der Bauschutttrennung. Ja. Ja. Vielleicht eine grundsätzliche Frage, weil gleich ja auch der Professor Braumgart kommt und der Kollege war ja eben auch ein Architekt in Amerika, so wie ich das verstanden habe. Und die Frage wäre einfach, ich finde das toll, die Fachkenntnis habe ich so noch nicht gehört, die Sie haben. Aber die Idee ist ja, glaube ich, dann vom Anfang an das anders zu denken, im Sinne auf einen Kreislauf. Würden Sie haben jetzt beschrieben, wie schwierig es heute ist und dass es also kaum möglich ist, da besteht, glaube ich, Einigkeit drüber. Würden Sie da einen Lösungsansatz drin sehen können oder wollen, zumindest zum Teil? Und eine zweite Frage noch, ich habe noch nicht so ganz verstanden, oder haben Sie vielleicht keinen, außer das Gesetz, was nicht durchführbar ist mit der Nullemission, was wäre jetzt Ihr Ansatz zu sagen, ja, jetzt die Bauindustrie, wie trägt sie dann jetzt letztlich dazu bei, was über den Preis wie eine Art CO2-Steuer, dass es für den Verbraucher teurer wird? Oder ich habe da den Ansatz noch nicht so ganz verstanden, wo da, oder gibt es vielleicht gar nichts, wo Sie sagen, das ist ja... Es gibt nur den Sobeck'schen Ansatz. Es gibt noch keinen verallgemeinerten. Also ich konnte das auch, ich habe es deshalb nicht erwähnt, weil sonst würde ich jetzt hier 3 Stunden reden. Ne? Also wir haben noch 7 Minuten. Also schauen Sie an. Wir haben noch nicht mal die Hälfte angesprochen, ne? Oder nicht mal 10%. Jetzt, wir hatten gesprochen über
bestehende Gebäude und die Frage, reißt man sie ab oder baut man sie oder lässt man sie und macht eine Teilsanierung. Ne? Das habe ich, glaube ich, einigermaßen vernünftig dargelegt. Und dabei kamen wir dann auf die Frage, wie kann man denn rezyklieren? Und darüber haben wir auch gesprochen, über den Markt und über die Technologie. Wenn wir jetzt auf die Herstellen von neuen Komponenten, sei es ein neues Fenster oder eine neue Fassade oder ein neues Haus gehen, dann ist es unsere Philosophie in unserem Planungsbüro seit 1992, da waren wir die Ersten in der Welt, dass wir recyclinggerechtes Bauen vorgeschrieben haben. Identifizierbarkeit der Materialien und eine ganz klare Trennbarkeit der Materialien. Und wir machen beispielsweise heute, das sind wir auch die Einzigen in der Welt, in unserem Planungsbüro, wenn die Leute, die machen, arbeiten ja alles computerbasiert, BIM-Modeling, also dreidimensional und so weiter, da wird zunächst die Geometrie festgelegt, das ist eher die architektonische Aufgabe und die Materialität vielleicht auch. Und sobald dann die Ingenieure mit da rangehen, kommen natürlich auch Materialbezeichnungen, also wie Beton der Festigkeitsklasse XY. Und dann wird vollautomatisch für diese Bauteile ausgerechnet, wie viel CO2 dabei entsteht, Herstellung und Transport getrennt ausgewiesen, wenn wir den so nehmen. Und dann kannst du sagen, das ist mir zu viel, weil ich überschreite schon mein Limit. Wir haben hausinterne Limits. Und dann kriegst du Alternativangebote. Ja, statt einem Recyclingbeton zu nehmen, der über 80 Kilometer herangefahren werden muss, weil es vor Ort kein Recyclingwerk gibt, dann nimm halt einen, der mit Donaukies arbeitet und Portlandzement. Ne? Aber im Endergebnis ist es günstiger. Und jetzt ist die Frage, gegen was bemessen wir das? Was ist die zulässige Grenze? Komme ich gleich drauf. Ne? Aber jetzt ist, glaube ich, die Frage klar. Recyclinggerechtes Bauen, Identifizierbarkeit. Die Baumaterialien, auch die Hersteller und Lieferanten sind im Computer verankert und sie können nach 20 Jahren wieder rausziehen und wissen, was ist da drin. Das ist ein Modell angelehnt an die Methoden der Automobilindustrie der Deutschen. So. Bevor jetzt Sie noch eine Frage stellen, habe ich noch eine die Dame auch, ja. Ich habe eine ganz kurze Frage. Und zwar bin ich befreundet mit dem Architekten Francis Quéré. Er hat den größten Architekturpreis weltweit bekommen für eine Grundschule, die er aus Lehm gebaut hat in Burkina Faso. Meine Frage ist einfach von Architekt zu Architekt sozusagen, meinen Sie, dass man auch in diese Richtung in Zukunft gehen kann, dass man sozusagen auch eher guckt, wo waren die Ursprünge in anderen Ländern, in afrikanischen Ländern, dort wird mehr mit Lehm gebaut. Ist das vielleicht auch ein Zukunftsmodell, was man übernehmen kann in Teilen? Ja, ich bin mit Francis seit Anfang seiner Karriere befreundet, ne? Und der Preis, der ihn quasi begonnen hat, auf den Mond zu schießen, da war ich in der Jury. Ach, wunderbar. Ich weiß, das weiß ich nicht. Jetzt nicht bei Pritzker, sondern hat den Holcim Award bekommen. Und das war der Start seiner Karriere. Das, was er macht, ist vollkommen richtig. Aber nochmal, es ist eine Intervention an einem bestimmten Ort. Ja. Ja, dort, wo es Lehm gibt. Und es sind eingeschossige Gebäude. Und es gibt händische Arbeitskraft. Mhm. Wenn Sie im Rheintal ein Gebäude aus Lehm machen, dann müssen Sie den Lehm ungefähr 150 Kilometer heranfahren. Dann ist es besser, Sie bauen das Gebäude aus Beton. Oder wenn Sie in einer Gegend ein Lehmhaus bauen wollen, wo es Lehm gibt, dann müssen Sie Folgendes sagen, okay, wie verdichte ich jetzt den Lehm? Weil wenn Sie höher bauen als 2-3 Geschosse, müssen Sie den Lehm maximal verdichten. Und es ist ein hoher energetischer Aufwand. Wenn die Energie von der Sonne kommt, nicht verbrennungsbasiert, das ist alles prima. Wenn Sie aber daneben so ein Dieselaggregat haben, was die Stampfmaschine betreibt, dann müssen Sie schon überlegen, was Sie tun. Und mit Lehm bauen, wir tun das. Das müssen Sie können. Weil Lehm ist ein Baustoff, der ist in enormer Weise hygroskopisch, das heißt, er nimmt Feuchte auf. Deshalb sorgt er auch für ein tolles Raumklima. Aber er nimmt die Feuchte auch auf, wenn es draußen feucht ist. Und wenn er Feuchte aufnimmt, dann expandiert er. Das heißt, Ihre Wohnzimmerdecke hebt sich locker mal um 5 bis 10 Millimeter an. Wenn Sie jetzt einen deutschen Oberstudienrat oder Rechtsanwalt in dem Wohnzimmer sitzen haben, dann haben Sie als Architekt schon einen Prozess am Hals. Ja, weil dann haben Sie nämlich einen Riss in der Farbe. Okay. Ja? Interessant. Und dann das nächste ist, Lehm hat ein Kompressionsvermögen bei äußerer Belastung, das ist signifikant größer als Beton. Und wenn Sie jetzt beispielsweise 4 Lehmwände nehmen, machen da eine Decke drauf und machen auf der Decke rechts nochmal ein Geschoss, aber links keines, dann ist die Beanspruchung auf die rechte Wand größer als auf die linke und dann ist die irgendwann nicht mehr vertikal. Weil die rechte Wand wird einfach gestaucht durch Kriefeffekte. Ne? Da wird das Porenwasser aus dem Lehm herausgetrieben und es gibt quasi intermolekulare Verdichtungserscheinungen.
Das ist so wie beim Blockholzbau. Wenn Sie sagen, ich baue mir da so eine Blockhütte, ist total einfach, kann ich selber machen, ja schon. Schon, aber da müssen Sie wissen, Holz ist ja ein Baustoff, der eine extrem zellulare Mikrostruktur hat, die in Stammrichtung ausgerichtet ist. Und wenn Sie jetzt diese Zellen so aufeinander stapeln und bringen eine Belastung senkrecht zur Zellenrichtung, dann haben Sie eine extrem starke Kompression. Und das führt dazu, dass Sie beispielsweise bei solchen Blockhäusern die Türen nicht mehr aufkriegen. Wenn Sie es einfach so machen, dass Sie sagen, ich mache da 0 mm Toleranz, ich dichte die Tür da rein, können Sie die Tür nicht mehr aufmachen. Sobald oben der Schnee liegt, kriegen Sie die Tür nicht mehr auf. Deshalb haben die Blockhäuser aus Holz alle solche Notfederschäftungen, damit sich die Decke, ruhig mal um 1 Zentimeter, davon reden wir, absenken kann, ohne dass die Tür blockiert wird. Ach, interessant. Ja, je nach Feuchte und so. Und genauso ist es bei Lehm eben auch. Das heißt, es ist richtig an einem spezifischen Ort, wenn man es kann. Mhm. Und wir werden natürlich dazu hinkommen, dass wir mit Lehm bauen, mehr, vielleicht auch mehr mit Holz, mit Naturstein, mit Rezyklaten, aber um Himmels Willen bitte auch mit Beton, weil es einfach Sinn macht für gewisse Applikationen. Mit einem Baustoffmix, der viel größer ist, als heute die Palette ist, aber in einer ganz bewussten Art und Weise, und zwar unter regionalen Baustoffen, mit einer Emissionsbilanzierung. Ich würde jetzt letzten zwei Fragen noch zulassen, weil sonst kommen wir in unserem Programm wieder. Also Sie sind ja vielleicht auch noch 10 Minuten länger da. Ja. Vielleicht können Sie dann einfach noch danach weitere Fragen machen. Ich würde erst mal Ihre Frage, genau. Also ich bin, ist Anja. Ja. Ich bin schwer beeindruckt von Ihren Ausführungen. Ich glaube, nicht nur ich, sondern viele. Und ich sehe auch viele Ansätze auf mikroökonomischer Ebene, gerade durch Entrepreneurship und so weiter. Jetzt zurück zu Ihrem großen Bild des Emissionsverlaufs. Wenn ich jetzt mal sehr skeptisch bin, sehe ich dort noch keine Lösung, sondern vielmehr die große Katastrophe. Und ich sehe vor allem auch keine Ansätze auf internationaler Ebene, sondern national, wir können uns in Deutschland vieles leisten und wenn ich woanders hinschaue, sind wir möglicherweise noch weit davon entfernt. Stellen Sie sich vor, Sie sind 20, 25 Jahre alt. Was würden Sie einem jungen Menschen heute raten zu tun? Wo soll er leben? In den Alpen, in Kanada? Was würden Sie dem empfehlen? Das sind jetzt zwei verschiedene Fragen. Ja, ich weiß. Komm bitte kurz. Was ich ihm raten würde, ich meine, er kann entweder verzweifeln, dazu rate ich nicht, sondern ich rufe zur Revolution auf. Wir haben es verbockt und die Lebensgrundlagen der jungen Menschen sind extrem kritisch und schwierig. Und wir müssen helfen, die Schuldigen sind, ist ja so, durch Verdrängen und Verleugnen. Wir müssen den Jungen helfen bei allen Maßnahmen, die sie sich ausdenken, um das Problem zu dämpfen. Und wenn 8 Milliarden Menschen, und davon ist die Hälfte, sind junge Leute, wenn die sich alle bemühen, die Probleme zu dämpfen, Bäume zu pflanzen und. Wenn jeder Mensch pro Jahr 2 Bäume pflanzt, dann haben Sie das Emissionsproblem signifikant reduziert. Ja, aber Sie müssen halt einfach mal anfangen. Mhm. Und bei uns plärrt man immer herum, ja, wir Deutschen sind das so wenig, wir sind 2% der Weltbevölkerung, was können wir tun gegen die bösen Chinesen und so. Das ist doch alles Propaganda. Das ist eine, so wie mit dem ukrainischen Weizen, eine vollkommen unseriöse, mediale Art und Weise, die Bürger zu missinformieren. Und die Wissenschaft, und wir haben ja in Deutschland eine Reihe von Agrarwissenschaftlern, die hocken vor dem Fernseher und halten den Mund. Obwohl sie genau wissen, die Weltgetreideproduktion ist 3,1 Milliarden Tonnen. Dividiert durch 8 Milliarden Menschen, da kannst du im Getreide baden. Sie sagen es nicht. Die hocken zu Hause und schweigen und das sind die Schuldigen. Und auch wenn ich mich da manchmal exponiere und echauffiere, aber wir müssen doch einfach diese Fakten auf den Tisch bringen, weil wenn wir sie nicht kennen, dann können wir das Problem nicht lösen. Und so ist es mit dem CO2 auch. Und dann dürfen wir nicht sagen, die Chinesen sind die 50% aller PV-Zellen der Welt zur Stromgewinnung sind in China gebaut. China ist der größte Aufforstungsbetrieb der Welt. Die Chinesen bauen Pflanzen pro Jahr 700 Millionen Bäume an. In Äthiopien wurden vor 2 oder 3 Jahren unter Einsatz der gesamten Regierung vorne dran bis hinunter zum kleinsten Schulkind 49 Millionen Bäume gepflanzt. Ich meine, so eine Aktion möchte ich mal hier sein, von der Klimakanzlerin oder von unserem Kanzler oder irgendjemand, dass er sagt, wir pflanzen jetzt einfach Bäume und reden nicht über Carbon Capture,
Weil Carbon Capture, das muss ich jetzt schon noch sagen, wenn ich schon so echauffiert bin, das Umweltbundesamt hat vor 4 Jahren schon gesagt, lasst es doch bleiben. Jeremy Rifkin, mit dem ich befreundet bin, der manches Kritische sagt, was ich nicht teile, etc., der sagt, lass es bleiben. Was bedeutet ein Carbon Capture aus der Luft? Nicht aus dem Zementofen, sondern aus der Luft. 420 Parts per Million CO2 heißt, Sie müssen mit einer Maschine 2400 Luftmoleküle ansaugen, damit da ein CO2-Molekül dabei ist. Und eins aus 2400 müssen Sie so mit elektrostatischen Filtern rausfangen. Und wenn Sie nur eine Chance haben von 60-70%, dann müssen Sie 4000 Teile Luft reinpumpen, um einen Teil CO2. Das sind gigantische Energieverbräuche, weil diese Luft da reinzusaugen, da brauchen Sie riesige Propeller. Es gibt eine einzige Maschine auf der Welt, die das kann, jenseits des universitär-experimentellen Betriebs. Die heißt Orca, so wie der Wal. Steht auf Island und die steht deshalb auf Island, weil da zu viel Geothermie mehr oder weniger umsonst vorhanden ist, dass die Energie nichts kostet. Aber wenn Sie Energiekosten haben von 500 bis 600 Euro pro Tonne extrahiert, dann können Sie mal folgende Gedankenspiel machen. Paris Treaty sagt, eins ist klar, bei allen Bemühungen, die CO2-Emissionen zu reduzieren, werden wir sogenannte Residual Emissions haben, also übrig bleibende Emissionen, die wir bis 2050 nicht vermeiden können, weil wir die Schiffsmotoren der Schiffe dieser Welt und die Motoren in den Diesellokomotiven dieser Welt und den LKWs dieser Welt, die können wir nicht austauschen in dieser Zeit. Wir haben das Geld nicht. Das geht einfach nicht. Und deshalb akzeptieren wir 5 Milliarden Tonnen residuelle Emissionen, die sind unvermeidbar, die sind da. Und wir müssen mit Kompensationsstrategien diese 5 Milliarden Tonnen aus der Atmosphäre ziehen. Wenn jetzt eine Tonne 600 Euro kostet, machen wir mal 1000, dann können wir leichter multiplizieren und hinterher rechnen wir es wieder zurück. Dann haben Sie 5 Milliarden Tonnen pro Jahr, die Sie emittieren, unvermeidbar multipliziert, wenn Sie es aus der Atmosphäre ziehen. Dann haben Sie 5000 Milliarden Euro pro Jahr zu investieren, um das Unvermeidbare aus der Atmosphäre zu ziehen. Das sind Sie aber sonst schon ein Einserkandidat. Ne? Sie haben es nämlich geschafft, von 50 Gigatonnen pro Jahr runterzukommen auf die 5 Unvermeidbaren. Und dafür zahlen Sie 5000 Milliarden pro Jahr. Das kann kein Mensch bezahlen. So, das ist die Situation. Und deshalb kann man da nicht drauf setzen. Abgesehen davon müssen Sie die Energie erstmal generieren, die Sie dann für 5000 Milliarden Euro verkaufen. Und deshalb müssen Sie Bäume pflanzen wie verrückt und Sie müssen anfangen, eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, dass Sie sagen, der ist ein hochgradiger Emittent, den grüßen wir jetzt nicht mehr. Oder mit dem müssen wir jetzt einfach mal ein Gespräch führen. Den laden wir mal ein. Okay. Ich muss leider das Gespräch jetzt ab. Ich weiß, es kam jetzt noch 1, 2 Fragen, aber vielleicht könnten Sie ja noch 2, 3, 5, 10 Minuten bleiben, weil es beginnt, in 5 Minuten beginnt die nächste Session mit Professor Faltin und deswegen, da kommen auch mehrere Leute, da müssen wir noch ein bisschen umstellen. Von daher, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gerne, ja. Auch, vielen Dank für die Geduld. Vielen Dank. Ja.